Moin Moin. Da ich im Gegensatz zu sonst heute weiß, wo ich hinfahre, kann ich heute auch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich befinde mich hier im Süden Thürings. Ja, es ist nicht nur Flachland, sondern hier gibt es auch vereinzelte Hügel. Und zwei dieser Hügel sind eventuell sehr bekannt. Nämlich hier der kleine Gleichberg und der große Gleichberg. Und warum der Gleichberg, wo ist mein Finger, da, warum der hier so eine Delle hat, das werde ich heute in dem Video ein bisschen erzählen. Scheiße, stehen hier viele Autos. Zur Optik habe ich heute eine Bekleidung dabei, zum optischen Aufbessern. Gut, ich stehe hier auf dem Fuß des kleinen Gleichbergs. Es ist relativ bekannt für irgendwelche Ausgrabungen von Kelten oder so, was vor über 2000 Jahren ist. Da gehe ich aber heute nicht hoch. Wen es interessiert, kann ja mal in die Kommentare schreiben oder selber herfahren. Hier gibt es zum Beispiel eine Unterkunft und man kann sogar mit dem öffentlichen Nahverkehr herfahren. Und die werden auch im DB-Navigator angezeigt. So, das sind übrigens über 300 Höhenmeter, die wir bewältigen müssen. Oh nee! Und das geht fast nur so steil berghoch. Also ich halte jetzt hier die Kamera mal gerade. So. Es nimmt kein Ende. Ja, also angedacht, mit dem Auto hochzufahren ist es nicht. Ist ja ein Naturschutzgebiet hier. Scheiße, es wird immer steiler. Aber komischerweise sind hier auf der Höhe keine Leute mehr entgegengekommen. Warum auch? Geschafft. Fast. Nee. Nee. Wir müssen nach links. So, nichts stört mehr als Menschen bei Aufnahmen. Also seit 68, ja, bis 91 war das hier sowjetische Besatzungszone. Ich weiß nicht, ob das da jetzt dazugehört. Ich glaube, das ist älter. Und hier kann man nicht mehr mit dem Auto herfahren. Das ist das erste Mal, wo wir hier waren. Das ist schon 3 Jahre her. Da haben wir hier auf dem Platz gegrillt. Aber im Großen und Ganzen befinden wir uns jetzt hier gerade auf dieser Delle, die ich vorhin gezeigt hatte. Renne ich dir jetzt gerade ins Bild? Gut. Ja, hier ist so eine Biwakstation, also. So, und da vorne sehe ich schon so ein Hinweisschild. Da gehen wir mal hin. Was ist hier eigentlich kaputt? Ja, also im Großen und Ganzen stehen wir hier eigentlich auf dem Vulkan. Aber ich glaube, das sind schon 12 Millionen Jahre her, wo das noch aktiv war. Ja, Vulkan. Was sagt uns das? Hier wurde wahrscheinlich Basalt abgebaut. Und zwar im Großen und Ganzen seit 1901. Ja, zur SS-Zeit wurde das natürlich ja, als Arbeitslager verwendet.
Naja. Genau genommen waren hier eigentlich zwei Steinbrüche. Ja, was auch immer das da hier mal war. Upala. Da war eine Wurzel. Hier geht's ja rein. Ach, ich glaube, das steht auch unter Wasser. Können ja mal reinleuchten. Ja, so viel gibt es jetzt da auch nicht zu sehen, leider. Ich weiß auch nicht, warum das da so trüb aussieht hier. So. Ja, hier sind lauter solche Stolperfallen. Das geht mir langsam auf den Keks. Also genau genommen waren hier zwei solche Steinbrüche. Oder Brechwerke, besser gesagt. Eins davon ist noch ein bisschen übrig. Und das andere, das führt nach... Oh, bleiben die Haare im Baum stecken. Das eine ist, es gab ein Brechwerk für Gleichenberg übrigens. Und das für Römhild steht noch ein bisschen. Hast du da hier schon mal einen Hügel runtergeguckt? Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Hier gab es Saft. Aber... Hier ist dann noch so ein Loch. Das sieht aber wahrscheinlich auch nicht anders aus als das andere. Ein bisschen zugemüllt, eine Höhle. Aber das ist alles nicht das, was ich zeigen wollte. Sondern hier unten, das ist das, was ich zeigen will. Nämlich das Brechwerk, was noch steht. Runtergehen oder wollen wir außenrum gehen? Ich roll runter. Ja. Ziehst du Arme und Beine ein, könntest du eine Kugel sein. Nee, wir gehen außenrum, oder? Das ist vielleicht bequemer, da wo die anderen Leute auch waren. So, hier ist dann mal wieder noch ein bisschen was zum Angucken, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass man es sieht, schon im Video. Blick auf den nördlichen Teil. Also, so muss es wahrscheinlich früher mal ausgesehen haben. Hier ist dann auch noch mal ein bisschen was zum Gucken. Also hier übrigens Foto Meffert. Dazu gibt es ein Video auf YouTube. Mal sehen, ob ich es finde. Über die Stadt. Alles gut? Ja. Hier ist wieder so ein Bildchen. Ja, also hier wurden auch Dinosaurier gefunden. Anja klärt schon. Aber das letzte Mal, als ich da war, lagen hier noch nicht so viele Bäume. Na gut, es waren ja auch mehrere Unwetter in den letzten 2 Jahren. Der Baum blüht, obwohl er umgefallen ist. So, da wären wir. Hier ist unser Eingang. Naja, die Absperrung ist kaum noch ersichtlich. Egal. Gehst du vor oder soll ich? Du. Also wie man sieht, hier geht es schon mal tief runter. Aber den Weg nehmen wir nicht, sondern wir nehmen gleich hier den. So drüber. Es geht schon los. Das schaffst du, komm. Großer Sprung drüber. Ja, machst du wie ich einfach draufsetzen und dann. Auf die Fresse, ey. Das ist wie eine Leiter. Sonst habe ich keine Eier. Das habe ich gemeint mit Höhenangst. Ob du welche hast. Ja, das geht nur. Oder hier die Treppe ohne Geländer. Boah, voilà. Kommen wir dann wieder hier hoch, ja? Eventuell. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin hier auch schon hoch und runter. Auch wenn einem da irgendwie ein bisschen anders wird. Vor allem, weil hier so ein Geländer angedeutet ist, was ein bisschen Sicherheit suggeriert, aber... Ja. Das ist schon heftig hier drinnen, gell? Nee. Dann musst du versuchen, außen rum zu kommen. Das schaffst du. Du willst mich verarschen, ne? Ah ja, ich habe ja
gesagt, Höhenangst und so weiter. Es ist wirklich mulmig, wenn man hier runterläuft. Aber was will man anderes machen? Ja, also die Treppe sieht halt auch kaum vertrauenserweckend aus, sag ich mal, aber egal. So, die erste Treppe noch tiefer und dann hier geht es jetzt wieder so, geht es wieder hoch. Hätte ich mir nicht sparen können. Was gibt's hier? Nichts. Unscharf. Übrigens wollte ich noch erwähnen, dass der Schutt, also das Gut, der Basalt oder Bruch oder wie auch immer man das nennen möchte, hier mit einer Seilbahn abtransportiert wurde. Also in beide Richtungen, also nach gleich am Berg und bei dem anderen gleich anderen Bruch ging es halt nach Römel runter. Und ich schätze mal, dass das da hier diese Station ist. Weil diese Seilbahnstationen, die fangen ja immer irgendwie so an. Ach, nee, hier ist eine Treppe, guck an. Sogar mitten im Geländer. Anja traut sich nicht diese Treppe runter. Die versucht jetzt den Weg außenrum. Aber das ist ja echt nicht so schön, sag ich mal. Oh, ich höre was. Anja hat jetzt ihre Dose zerknüllt, oder nicht? Huhu! Ja, hier gibt's also doch noch einen Weg. Von hier geht's aber auch runter. Also. Im Treppenhaus, aber so, man könnte den Steg lang gelaufen, aber den spare ich mir heute. Wir gehen jetzt mal aber die Treppe runter. Hier sieht man dann doch mal, wie sich der Waldboden aufgebaut hat. Hier wird es dann etwas dunkel, aber ich sehe schon Licht am Ende des Gangs. Am Ende des Ganges. Ja, betrieben wurde hier die Bude von 1901 bis 1968, als die Russen kamen. Da kann man wirklich mal sagen, die Russen kamen. Kommen. Und. Also hier ist echt nicht mehr viel übrig. Ja, und hier wäre man rausgekommen, wenn man, oder auch nicht, wenn man da in so ein Loch reingefallen wäre, schätze ich jetzt mal stark. Ja. Und, ja. Ich frage mich nur gerade echt, ob das da hier das Seilbahnteil war, weil ja da diese Schütten waren. Und übrigens, da oben waren wir. Oder ob das da der Seilbahnausgang ist. Aber hier sieht man halt, wie sich die Natur alles wieder zurückholt. Hier wachsen schon die Bäume hier in der Bude. Also wir stehen hier auch gerade auf einer Betonplatte. So, ist da nochmal so ein Eingang, aber da ist auch wieder nichts. So. Voilà. Jetzt bin ich hier auf so Stöcke getreten und weggerollt. So, jetzt versuchen wir irgendwie wieder zurückzukommen. Und wir müssen wahrscheinlich durch dieses Gebäude durch. Weil hier geht es so steil hoch. Das geht nur mit Allrad. Dann drehen aber bestimmt wieder meine Latschen durch. Da ist ein Protektor. Kannst du mitnehmen. Slayer war auch schon hier. Ja, nehmen wir die Treppe oder nehmen wir. Ja, gut, wir übertreiben es mal nicht.
Da ist die, war ja die Stufe abgebrochen. Oh, nee. So, wir müssen wieder hier hoch. Willst du zuerst? Aber mach die Treppe nicht kaputt, ich muss auch noch hoch. Tja. Wir versuchen es einfach nochmal. Weil hier das, die größte Hürde ist ja eigentlich hier diese hohe Stufe. Die hochgehen, ohne dass die Hose reißt. Ich habe da immer so ein bisschen Glück. Ja, die ganzen Risse. Sei es leichter, die Treppe ist die Luftblecher. Ja, das schaffst du. Einfach Augen zu und durch, nichts anfassen. So, hoch geht einfacher als runter. Ich frage mich, wie ich hier reingekommen bin. Wie bist du jetzt da durchgekommen? Ach so. Ah. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Upsi. Ah, Brennnesseln. So, endlich wieder in Freiheit. Aua. So, wir sind hier nochmal so einen Weg hochgelaufen. Der führt ja noch ein ganzes Stück weiter, so, aber so um eine Schlucht herum. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Jedenfalls ist dann da oben, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, noch eine Aussichtsplattform. Das ist dann der höchste Punkt mit 679 Meter wahrscheinlich. Ja, aber ich sag's mal so, da wollen wir jetzt nicht mehr hinlaufen. Jetzt sind wir schon 2 Stunden hier unterwegs. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.